Das war dein Einsatz. Aber mach nichts, du sprich einfach. Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Part von Alice Madness Returns. Ja. Ich hab den Namen verkackt, aber das passt schon. Ich bin der Chris oder auch als Musician bekannt und der gute Dave hat mich einfach mal gefragt, ob ich nicht mitreden möchte und da sage ich natürlich nicht nein, denn ich habe immer viel zu sagen und deswegen bin ich jetzt hier. So sieht das mal aus. Ja, danke, dass du dir die Zeit genommen hast. Freut mich doch sehr. Ja, ist eine Ehre für mich, muss ich ja mal ganz ehrlich sein. Es sollte ja schon letzte Woche sein, aber das haben wir erfolgreich nicht geschafft. Das hätte ich jetzt gar nicht erwähnt, wenn du es jetzt nicht angesprochen hättest. Nee, ich finde das immer sehr wichtig zu sagen, dass ich ein unzuverlässiger Mensch bin. Immer schön betonen, ja. Natürlich. Ein ertrunkener Seemann greift uns an. Ja, der zweite Gastkommentator bei diesem Let's Play mittlerweile. Yay. Und du kannst ja erstmal generell, darfst du dich natürlich vorstellen, wenn du denn möchtest. Ich muss erstmal wieder in die Steuerung reinkommen. Ja. Und? Wie ich heiße, habe ich ja eben gerade schon erwähnt. Projektmäßig vielleicht. Also ich mache halt Let's Plays. Wow, macht ganz viel Chaos hier gerade. Irgendwie ab und an noch ein paar Vlogs dazu oder halt irgendwie so generelle Videos, wo ich irgendwie was erzählen möchte, erkläre, mache oder tue, irgendwie sowas. Hauptsächlich aber Let's Plays. Und da halt mit einem großen Fokus auf halt Nintendo-Spiele und so halt allgemeines Zeug, so PlayStation 4, Xbox One und was so dazu gehört. Silent 2 und sowas nicht funktioniert so richtig bei dir, ne? Zum Beispiel Silent Hill 2, welches ich 6 Stunden am Stück aufnehme, wovon ich nur 1,5 Stunden habe. Hast du öfter solche Aufnahmeprobleme oder war das jetzt eine Ausnahme? Nee. Das ist wirklich nur dieses eine Projekt und The Walking Dead. Das sind die beiden Projekte, welche einfach nicht wollen. Es geht einfach. Es ist irgendwie in dieser Dimension nicht für mich möglich, dass ich diese Projekte aufnehme, weil immer irgendwas ist. Bei The Walking Dead ist prinzipiell immer mein Festplattenspeicher voll, dass halt irgendwie ich da auch 3 Stunden aufnehme und dann geht's halt irgendwann einfach nicht mehr und zwischendurch ist es dann eine halbe Stunde einfach abgebrochen. Weil halt die Festplatte voll ist und Silent Hill ist halt, ich möchte es halt in einer guten Qualität aufnehmen. Und da habe ich dann die Wahl zwischen der PC-Version, welche man so totmodden kann, dass die irgendwie in Full HD mit Widescreen und allem drum und dran läuft, aber die läuft halt irgendwie mit DirectX 3 von 1983 oder so. Und das kann halt kein Programm aufnehmen. Und wenn es doch aufnimmt, dann nur irgendwie total strange und seltsam. Und dann kommt bei mir noch hinzu, dass ich das gerne streamen möchte. Das heißt, OBS kann das aber auch nicht abgreifen, weil das ist so ein altes DirectX, das geht nicht mehr. Screen Capture geht aber auch nicht, weil weiß ich nicht warum. Und also wirklich. Naja, also. Alles furchtbar. Also, den. Ich habe ja auch noch so eine Frage, die brennt mir ja förmlich unter Nägeln, weißt du? Und zwar, du wirst ja Musician, wirst du ja ausgesprochen, ne? Ja, das hat eigentlich keine offizielle Aussprache. Weil ich weiß ja, dass der Name zum Teil von Muse abgeleitet ist, von der Band. Und genau. Die wird ja Muse und nicht Muse abgesprochen. So wie Apfelmuse. Genau. Und so. Weißt du? Genau. Wie kommt das zustande? Also, der eigentliche Name war ja Musician. Hat auch geschrieben Muse Izian. Das hört sich auch sehr geil an. Muse Izian. Weil ich mir dachte, haha, Wortspiel, Mann, bin ich ein intelligenter Mensch. Und, ich wollte da eh einen neuen Nicknamen haben, ich fand meinen alten total kacke und dann dachte ich mir, okay, cool, nimmst du halt den, weil das ist das Erste, was dir einfällt, passt schon. Und dann habe ich mit denen halt registriert, habe damit halt einen Stream damals gemacht und dann bin ich umgezogen. Ich habe dummerweise leider die falsche E-Mail eingegeben, weil da hat man doch keine E-Mail-Bestätigung bekommen, wenn man sich irgendwie registriert hat. Es war einfach, du hast einen Account gemacht, der war dann da und bang, dann musste sein Leben. Und es endete dann halt darin, dass ich mein Passwort vergessen habe, mich nicht mehr einloggen konnte und halt der Name weg war. Dann dachte ich mir so, du magst den Namen an sich eigentlich ganz gerne. Jetzt bist du total Lead und packst einfach 2 Nullen damit rein, dann heißt du einfach Musician. Wow. Und damit lebe ich jetzt seit 4 Jahren oder 5. Nee, gar nicht noch länger. 8 Jahre jetzt. Und ja, ich, das freut mich. Ich mag den Namen sehr gerne. Ja, ich dich auch. Ja. Nee, also, man kann dich ja vielleicht, ich weiß nicht, ob das so zutrifft, da kannst du dich ja selber mal zu äußern. Du wirst das vielleicht nicht so sehen, aber ist mir vollkommen wurscht. Dich als Koryphäe der deutschen Livestream-Gesellschaft bezeichnen. Oder als eine der Koryphäen, weil du einer der frühen, ganz, ganz frühen deutschen Livestreamer warst. Sag ich jetzt einfach mal so. Ist das? Mit einem Sternchen dran. Oh, so ein ganz guter Livestreamer sogar. Stern. Richtig guter mit Sternchen, der ist sehr geil.
Naja, er so halt so eher so Deutschstern. Eher so mehr jemand, der aus Deutschland kommt, aber halt streamt. Ja, ich habe halt 2008 schon angefangen zu streamen, wo halt irgendwie Livestreaming so total kürzlich einfach war. Soll ich dir was verraten? Da wusste ich überhaupt noch nicht, dass es YouTube gibt, glaube ich. Oder ja, doch schon. Doch, 2008 kannte ich YouTube schon, ich kannte auch Let's Plays schon, aber ich dachte mir so, wow, das ist doch total anstrengend, so ein Spiel durchzuspielen und das aufzunehmen. Und ja, das ist doch voll zeitaufwendig. Und jetzt sitze ich hier halt eine Nacht lang und spiele so ein Ding einfach mal durch. Aber ja, mit 2008 oder 2009, ich weiß es nicht mehr, irgendwie so ist in dem Zeitraum, habe ich halt mit Stream angefangen. Und aber halt auf Englisch, auf damals noch Mogulus.com, was sie dann irgendwann in Livestream.com umbenannt haben. Und da dachte ich mir halt auch nur so, ja, cool, machst du jetzt nur so einen kleinen Stream zusammen, vielleicht schauen dir einfach mal 20 Leute zu, und das explodierte in Häkchen so auf 250 Leute hoch nach irgendwie, keine Ahnung, 4-5 Monaten, und das war halt mega cool. Und ja. Heute bist du immer noch so da. Waren meine Livestream-Anfänge 2000x irgendwann. Langes Zähl, ne? Kannst du dich noch dran erinnern, oder? Ja. Ja, lustigerweise schon. Glorreiche Zeiten. Damals in meiner alten WG noch, wo irgendwie wir zu viert waren und irgendwie alle halt diesen Upstream brauchten, weil sie alle irgendwie mit Torrent irgendeinen Scheiß runtergeladen haben und ich den ganzen Upstream halt gezogen habe, weil ich den ganzen gestreamt habe. So total heimlich. Irgendwie Resident Evil 2 und Sonic Adventure und was habe ich denn noch gespielt? Mario Sunshine, Metroid Prime. Ja. Ich glaube, ich habe auch Dead Space damals noch gespielt. Mirror's Edge, als es rauskam. Sonic Generations, so, das war diese Zeit. Du kannst ja mal, wenn du möchtest, weil du bist ja jetzt das erste Mal auf diesem Kanal akustisch vertreten. Du warst ja schon mal auf diesem Kanal vertreten. Ja, in geschriebener Form, ja. Und das leitet auch wieder dazu über, dass, wenn du möchtest, kannst du mal kurz erklären, wie wir beiden uns eigentlich kennengelernt haben. Das ist eigentlich total unspannend. Es war irgendwie, Hitbox hat irgendwie einfach nicht geladen und ich habe dann irgendwie 40 Streams geöffnet. Und deiner war einfach der erste, der geladen hat. Und dann dachte ich mir, hey, das klingt total angenehm, wie der Typ da redet, da guckst du jetzt mal eine Weile zu. Und dann kam man halt irgendwie ins Gespräch und ich habe beschlossen, dass du ein cooler Typ bist. Oh. Das war's. Will den anderen an hier. So. Oh, jetzt drehen sie aber ab hier. Kennst du das Spiel eigentlich? Ich habe von gehört, ich habe den Vorgänger gespielt, aber das Spiel selber noch nicht. Oh, das wird aber ein bisschen heftig gerade hier. 10.000 Leute auf einmal. Also, ich kann dir gleich jetzt noch mal ein bisschen mehr dazu erklären. Wenn wir hier ein bisschen mehr aufgeräumt haben. Sie ist gerade in ihrem Terrormodus. Ja, sieht man. Den kriegt man nur, wenn man oben links siehst du ja diese Rosen, das ist unsere Energieanzeige. Und wenn man noch eine Rose hat, genau eine Rose, dann kann man in diesen Terrormodus gehen. Das ist so das Aufbäumen, das letzte Aufbäumen vorm Tod. Quasi. Ja, wollte ich gerade sagen, das ist so das letzte Mal richtig aufpowern, um nochmal eine letzte Chance zu haben. Und so, ja, den Vorgänger kenne ich zum Beispiel noch nicht. Der ist ja, glaube ich, von 2000, wenn ich das jetzt richtig gelesen habe. Ja, der ist richtig, richtig alt. Bist du ja auch, ne? Bist aber auch gut. Ja, deswegen habe ich den noch mitnehmen können, als er neu war. Das ist traurig. Ja, damals habe ich auch schon gezockt, aber andere Sachen. Bitte, Alice, hilf mir, meinen Schwur zu erfüllen. Nee, ich habe schon, warte, lass mich kurz überlegen. 2000 war vor 15 Jahren. Du musst sie befreien. Ja, könnte hinkommen. Nee, da habe ich sowas noch nicht gespielt. Erst ein paar Jahre später. Sie selbst wissen nicht, was sie wollen. Aber, was für die Lebenden gilt. Naja doch, also ich hab's noch gespielt, aber nicht als es rauskam. Ich hab's aber mitbekommen, als es released wurde und dachte mir, er ist eigentlich ganz cool. Ich mag die Idee ganz gerne. Ja, ich bin 3 Jahre jünger als der Chris. Ich nenne ja, sage ich auch immer gerne Chris. Ich spreche das irgendwie gerne Englisch aus, weiß nicht warum. So Chris Redfield und so. Ja, ich höre auch viele Namen. Ich kann ja auch einfach Mr. Redfield nennen. Ich biete auch jedem einfach mal Chris an, weil ich Chris ein bisschen cooler finde. Daher, Chris. Whatever. Feel free. Und weil wir uns gerade so schön unterhalten haben, habe ich jetzt gerade nicht darauf geachtet, was er mir erzählt hat, aber wir müssen dahin irgendwie weitergehen. Ja, aber wir sind auf jeden Fall Alice Little, heißen wir. Das Ganze ist so auch wirklich angelehnt an die Alice-Geschichte von Lewis Carroll. Und
Sie verarbeitet quasi den Tod ihrer Eltern, weil es in ihrem Haus da gebrannt hat und sie taucht halt immer wieder ins Wunderland ab. So die übliche Geschichte und versucht die Probleme, oder sagen wir mal Probleme so ein bisschen zu entgehen, sie aber auch andererseits zu lösen und so, das alles ein bisschen wirsch. Passt also ganz genau auch zu meinem Kanal, denn der ist ja auch ein bisschen wirsch. Von daher, das ist ja alles okay. Und da dachte ich mir, komm. Irgendeiner fragte letztens von seinen Zuschauern, ist das nicht auch das, was der Chris gezockt hat? Ich weiß nicht, an was der da gedacht hat. Ob du mal sowas ähnliches gemacht hast? Nee, eigentlich nicht. Ich hatte nochmal bei dir geguckt und da habe ich ja auch nichts dazu gefunden. Aufregend. Also ich wusste auch nicht, dass ich was gemacht habe, was so ähnlich ist. Ich kann es dir auf jeden Fall empfehlen. Das ist echt ein geiles Spiel. Wenn man so ein bisschen Jump'n'Run halt. 3D-mäßig. Aber ziemlich geil. So, erstmal ein bisschen Energie wieder auffrischen. Eieieiei. Aufstoßen hier. Fun Fact zu Alice, was ich vielleicht erzählen könnte. Ja, du kannst gerne alles erzählen, was du möchtest. So ein kleiner Schwank aus meinem Leben. Ich war als Jugendlicher ein sehr, sehr begabter Aufsatzschreiber und war in Deutsch relativ immer gut mit dabei. Und irgendwann habe ich mich anscheinend selber benommen und dachte mir, okay, cool, jetzt treibe ich meine Kunst an die Grenzen, die es da so gibt. Wir hatten im Deutschunterricht irgendwann einfach mal Märchen als Thema und sollten dann als Aufsatz ein eigenes Märchen schreiben. Und wir haben da irgendwie so einen Anfang bekommen und da sollten wir daraus irgendwie eine eigene Geschichte schreiben. Und ich dachte mir so, haha, das ist ein total toller Anfang. Ich weiß nicht mehr, wie das da anfing, irgendwie mit bla, irgendwelche Leute reisen auf ein Schiff auf irgendeine Insel und dann stranden sie da und bla, und dann habe ich halt geschrieben, der vorgegebene Part war zu Ende und ich meinte dann nur so, ah, endlich, Häkchen oben, Komma, sprach er und schlug das Buch zu. Und dann ging es halt darum, dass ich total subtil auch so eine Alice im Wunderland-Geschichte geschrieben habe, wo es irgendwie darum ging, dass, ich weiß nicht mehr, ob es ein Typ oder ein Weib war, aber diese Person war dann halt so im Sportunterricht, hat da einen Ball an den Kopf bekommen und wurde halt irgendwie ausgenockt. Und dann ging es halt aber darum, dass er dann halt auch in so einer Wunderwelt aufwachte und alles irgendwie seltsam war und auch irgendwie Orte und Personen an Alice angelehnt waren. Und am Ende wachte er dann halt auf oder sie und wusste aber trotzdem nicht, ist er jetzt in der realen Welt oder ist er immer noch in seiner Traumwelt da drin? Und es war halt einfach mit richtig krasser Symbolik und sowas, aber halt richtig an Alice angelehnt, um halt dieses Märchenthema nicht zu verfehlen. Und das hat meine Deutschlehrerin leider nicht begriffen und hat mir nicht gegeben. Ja, diese, das heißt Kulturbanausen als Lehrer, ne? Das ist immer. Und? Das war halt so, sie meinte dann, es ist halt gewagt. Weil irgendwie passt es zum Thema, war halt noch irgendwie überhaupt nicht. Und sie wusste jetzt nicht, was sie da machen sollte. Und das war halt irgendwie ganz seltsam. Und ich soll irgendwie nicht so experimentieren. Also sie schätzt es sehr und sie fand es cool, aber halt irgendwie, sie ist sich nicht sicher. Und dann dachte ich mir so, verdammt. Also ich bin gerade überlegen, unsere Hauptaufgabe ist, dass wir für den Kasperle im Kasperle-Theater so das Stück zusammen klauen. Also wir haben, glaube ich, schon das Skript haben wir gefunden. Das mussten wir von so einem komischen Tintenfisch kriegen. Und dann haben wir noch den Chor, den was war denn das, so dieser Fischchor oder was? Jetzt müssen wir noch irgendwas anderes machen. Glaube ich. Oh, ein Seepferdchen. Oh. Ich mag Seepferdchen vor. Ich finde die voll gruselig. Echt? Ich habe mich letztens mal über die Dinger informiert. Ja. Ich dachte mir halt so, Seepferdchen, was ist das eigentlich? Ist das ein Fisch? Ist das ein Pferd? Ist das ein Fischpferd? Was ist das? Und dann habe ich mal so einen Wikipedia-Artikel dazu durchgelesen und dachte mir so, wow, die Teile sind total gruselig und seltsam und ich möchte nicht weiter darüber nachdenken. Oh. Also die sind schon faszinierend, aber das ist halt so gruselig faszinierend irgendwie. Kenntlichsten Dank fürs Erlösen. Ich kann nicht mehr sprechen. Erlösen, traumhaft, ja.